So, wenigstens die nötige Menge an Gold für eine Windmühle gefunden. Keine Ahnung, wo der Rest sich versteckt, aber hier scheint es nicht besonders viel davon zu geben. Der ist. Ah, Security-Einstellung gibt es da jetzt. Interessant. Hier steht allerdings. Doch. Warum stand das da gerade in Joule? Egal, er braucht 20, das Ding produziert 20, glaube ich. Passt also. Hallo Schaf. Und hier. Gut, dann geht's jetzt mal an die erste Windmühle. Wir brauchen erstmal hiervon zwei Stück, die sich natürlich nicht stacken lassen. Und dann den hier. Und das bringen wir nun nach da oben. Alla hopp. Und das sollte dann ja eigentlich rund um ordentlich Strom sein. Und bei Unwetter sogar noch mehr. So, in welche Richtung platzieren wir das jetzt? Machen wir mal so. Ach nee, dann ist das Kabel auf. Hey. Wow. Ich würde mal sagen, der produziert gar nicht so schlecht für den Anfang. Das hier für ein Knopf? So, das ist wahrscheinlich einmal, dass es läuft. Ja, läuft. Allerdings glaube ich, ist es doch besser, den erstmal relativ direkt unterhalb von dem Dingens hier zu platzieren. Überhalb. Dass man das auch wieder. Dass man den Strom da einfach runterführen kann. Das dürfte ungefähr hier sein. Ja, passt. Gut, dann brauchen wir noch ein Kabel. Was für Kabelarten gibt es denn? Das ist so eine Art Nachfolger von Light Energistics. Stahlkabel gibt es. Ui, das ist teuer. Das ist ausreichend. Da braucht man Stahl und Redstone. Für 8. Machen wir erstmal. Guck mal, halt erst den Wind, sobald ein Windrad da ist. Also 8 Stück. Wahrscheinlich brauchen wir ein bisschen mehr. Ja, gut. Wow, ist das schnell. Okay, also wir brauchen einiges an Stahl. Stahl war, meine ich, auch einfach nur Kohle und Eisen. Ach nee, man braucht immer zwei Kohle pro Eisen. Ah, da muss es doch noch ein besseres Kabel geben. Also ein günstigeres, nicht ein besseres. Ein besseres gibt es auf jeden Fall. So, Wire. Braucht aber Lehm. Okay, man macht sie jetzt anscheinend anders. Alle? Gott. Das ist aber doof. Obwohl, man kann auch eine normale Schere verwenden, ne? Man kann auch eine. Okay. Man braucht halt Platten. Das heißt, man braucht wahrscheinlich auch erstmal einen Hammer. Okay, das ist also auch nicht so das Wahre. Dann blieben noch die Conduits von Ender.io. Das würde sogar reichen. Allerdings braucht man hierfür Lehm. Und halt Sand und Dingens. Guck mal mit der Schaufel, ob da unten in dem Wasser irgendwie was ist. Und ansonsten, ja. Muss man sich halt was einfallen lassen, aber das würde ich jetzt auf jeden Fall auch ganz gerne anschließen, dass irgendwie wenigstens, ja, ein Kabel nach unten führt zu dem Geschosse. Aber jetzt von hier oben. Irgendwie schade ist, das ist halt Sand. Hier, Salpeter. Aber Lehm erst gar nicht.
Ja. Das ist irgendwie doof. Glaube, Lehm kann man so nämlich auch gar nicht herstellen. Also da muss man sich noch irgendwas einfallen lassen für die Lehmknappheit. Ui. Hier mal besser nicht reinfallen. Mal gucken, ob an dem Wasser hier noch was ist. Oh, das sieht aus wie Lehm. Ja, erstmal planschen gehen. Also ich finde, das hier ist irgendwie viel zu bunt im Vergleich zu dem ganzen Gechose. So, erstmal hier ordentlich einpacken. Juhu. Dann brauchen wir noch ein bisschen Sand und Kies. Okay, dann gibt es hier also genug und beim Fluss da hinten irgendwie überhaupt nichts. Egal. Hauptsache man weiß, wo es ist. So. Okay, man sieht sich dann mal gleich wieder, wenn ich wieder oben bin. So, wie mir im Nachhinein aufgefallen ist, braucht man ja für das Conductive Iron oder wie es heißt, ein Alloy Smelter. Und naja, jetzt haben wir hier mal eben einen gemacht. Das ist das letzte Gold, was wir haben. Und ja, das Rezept hat sich nicht geändert und ja, ist das gleiche wie vorher auch. Gut, damit haben wir hier ein bisschen was. Ein Eisen mehr wäre cool. Ah, okay. Machen wir halt generell Platz weniger. Was macht er daraus? Was macht ihr aus drei Eisen? Refined Iron. Und das zählt genauso viel wie Eisen? Ja, doof. Aha. Kann ich das auch irgendwie wieder rückgängig machen? Oh. Irgendwie nicht so das Coolste. Naja. Okay, packen wir erstmal das rein, dann das. So, dann das hier wieder rein und man nimmt sich hier noch etwas Eisen und rödet das mal eben durch. So, da das jetzt in der Mache ist, das braucht man, das braucht man. Das Zeug. Einmal so viel wie geht. Dann machen wir vier Stück, dann wird das ja wieder hinhauen. Na, mal gucken. Da, das haben wir. Ja, eigentlich könnte ich jetzt den auch zum Schmelzen verwenden, aber egal. Wenn ich das Kabel genau hier runterführe. Ja, mal gucken, wo es lang geht. Das haben wir. Und dann den hier noch. Jetzt darfst du die hier machen. Okay. Sollte erstmal hinhauen. Hier fehlt noch ein bisschen Kies. Alles keine allzu großen Probleme. Ja. Ich mache nochmal einen kleinen Cut, bis das alles hier fertig ist. Ne? Bis denn. Okay, ein kleiner Satz ist vorhanden, also 16 Stück. Mal gucken, ob das reicht für die Höhe. Ansonsten muss man halt warten, bis noch mehr fertig ist. So. Da sieht man jetzt auch gleich mal, ob die Positionen wenigstens so halbwegs hinhaut. Okay, das muss hier vorne dran und dann einmal runter.
Wahrscheinlich wird das nicht reichen. So, da und noch hin. Gut. Da. Bin der Baumeister. Zack, 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 zack. Und damit haben wir jetzt auch schon über die Hälfte verbraucht. Und sind immer noch nicht hier durch. Alter. Was ist denn das hier plötzlich so tief? Nee, so tief war das doch nicht. Kann doch nicht sein. Haben wir denn hier? Tatsache. Also, dann muss das hier noch von der Chose hier nach dort drüben. Okay, anscheinend braucht man um einiges mehr Kabel, als ich dachte. Und dann sind wir da und wollen eigentlich da irgendwo hier hin. Gucken wir mal. Ja, das kommt dem Ganzen schon näher. Okay, da. Zack, 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 zack. Ah, knapp daneben. Das hier ist. Ja, das ist die Stelle. Machen wir die hier mal zu. Und ja, was ich hiermit mache. Naja, also die 5 Stück werden jetzt auf keinen Fall ausreichen. Dahin, dahin, dahin. Und hierhin. Ach, ich habe ja hier noch. Ja, so viel dazu. Okay, dann sollte das jetzt aber wahrscheinlich noch mit so 2, vielleicht 3 Sätzen hinhauen. So viel dazu. Ich hoffe, der schmilzt jetzt auch nicht noch Redstone zu irgendwas. Okay, Eisen haben wir so jetzt gerade nicht mehr. Hier fehlt die Kohle bzw. das Brennmaterial. So, 8 Stück. Ein mehr könnte man ein drittes machen. Wo haben wir? Eisen, Eisen, Eisen. Da. Dann kommt das raus. Wir machen den Ofenmodus und einmal Eisen. Und den Dingensmodus. So. Gut, dann haut das ja wohl doch noch hin. Und man kann da die Windmühle noch anschließen. Wo haben wir? Wo haben wir? Da. Das ist genug für 2 immerhin. War hier. Gut. Da gucken wir mal, wie kommen wir denn da hoch? Schaf, du musst jetzt hier mal eben weg. Oh, schade. Zack, zack, zack. Ah, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Das gerade Selbstmord begangen? Oh Mann. Gut, zack, zack, zack. Machen wir mal hier die Abbiegung. Nein, hier. Da lang. Hier runter. Zack, 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 zack. Und hier. Ups. Ich sagte runter. Dann haut das jetzt hin. Jawohl. 5 Stück. Naja, ob das noch was hin wird, hinhaut. Na, den Kackstift reiße ich lieber komplett ab. Naja, gut, so viel zu komplett. Okay, reicht doch nicht. So lang sind meine Arme gar nicht. Na. 2, 3.
Ja. Okay. Der nächste Satz und man hat es angeschlossen. Warum fehlt davon jetzt eins? Ach so, weil das hier noch drin ist, ne? Perfekt. Zack. Eins, zwei, drei, vier. So. Haut hin. Und alles wieder voll. Perfekt. Ja gut, das Ding da oben produziert ist mal mehr als genug Strom für die paar Maschinen hier, also die beiden. Ja. Zu den Folgen werde ich jetzt auf jeden Fall noch mehr Rohstoffe sammeln und wahrscheinlich noch eine Segmel machen, dass man die hier auch noch hinstellen kann. Und dann kann man ja mal in der nächsten Aufnahme schauen, was wir dann mit dem Zeug machen. Ach, und ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Wände ziehen. Also Einigkeiten halt, dass er hier wirklich mal das Ganze aussieht wie auch ein Häuschen, ne? Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschaußen.